Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Match für WWE's TLC Pay-Per-View Simulation 2013. Wir haben hier ja wieder mal ein Handicap-Match. Und zwar tritt Daniel Bryan gegen die Wyatt Family an. Also Luke Harper, Eric Rowan und Bray Wyatt. Ja. Diesmal habe ich es als Tag-Team-Match gemacht, weil ich glaube, dass die mehr taggen würden als die anderen. Weiß ich nicht, ist auch aufgrund der Abwechslung und ja, soll ja nicht langweilig werden für euch. Deshalb hier das Ganze als Tag-Team-Match und vielleicht hat Daniel Bryan damit auch eine bessere Chance. Da ich mir gut vorstellen kann, dass dieses Match gar nicht erst zum Ende kommt. Bray Wyatt will ja die ganze Zeit, dass Daniel Bryan der Wyatt Family beitritt. Und als nächstes haben wir dann noch, dass Bryan wurde vor 2 Wochen, glaube ich, bei Raw entführt von der Wyatt Family. Und dann hieß es ja so bei SmackDown, ja, Brie Bella, die Frau von, die Verlobte von Daniel Bryan, die weiß auch nicht, was jetzt, wo er ist und bla bla. Und bei Raw kam er wieder fertig ist. Also so, da hat keiner mehr was zu gesagt. Die Story-Angle, sag ich jetzt mal, wurde komplett fallen gelassen. Und ja, aufgrund der Nachfragen von Bray Wyatt, ob er denn jetzt zur Wyatt Family kommt, immer die No Chance. Also auch von Bryan jetzt, weiß ich nicht, das ist alles so ein bisschen so. Na, was denn nun? Also entscheidet euch jetzt, ob der da beitreten soll oder nicht. Und irgendwie, er sagt nein. Aber Bray Wyatt braucht natürlich ein schlagendes Argument. Und ich sag einfach mal, Brie Bella ist nämlich ein schlagendes Argument. Es wird in den letzten Zeit öfter erwähnt, dass die beiden zusammen sind. Und gerade durch Total Divas war das ja auch klar. Okay, man dreht jetzt natürlich auch die dritte Season, falls man das so nennen will. Oder die 1.3 Season für Total Divas. Da ist das wahrscheinlich ein bisschen scheiße. Aber man kann ja nur mal so ein Entführungsding, dass man vielleicht, ja, dass die Wyatt Family Backstage Brie Bella so ein bisschen kidnappt und ihn denn im Prinzip zwingt. der Wyatt Family beizutreten, sonst passiert Schlimmes. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, obwohl ich auch sagen muss, ich will Daniel Bryan nicht in der Wyatt Family sehen. Dafür macht das alles irgendwie überhaupt keinen Sinn. Daniel Bryan ist für mich jetzt einfach ein Main Eventer geworden. Schon alleine die Chance bei Raw, als es eigentlich überhaupt nicht um ihn ging. Er stand nur mit 20 anderen im Ring und die Halle ist ausgerastet wegen Daniel Bryan. Klar, die waren in seinem Heimatdorf, in seiner im Heimatstaat, aber trotzdem war das einfach mal wieder krass. Triple H musste eine Pause machen, weil er seine eigenen Wörter nicht gehört hat, und das ist schon cool eigentlich. Hier das Comeback von Daniel Bryan. Ja, und ihn denn jetzt zur Wyatt Family zu setzen, macht, finde ich, keinen Sinn. Hier kommt der Yes-Lock und die beiden greifen auch ein. Sind sich aber nicht so richtig einig, wie gut. Also ich würde das nicht gut finden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt so ein kurzer Auftritt in den Wyatt, in der Wyatt Family ist, so ähnlich wie damals Cena bei der Nexus. Da war das ja auch so, dass Cena denn ja gezwungen wurde, dort mitzumachen. Und das war ja dann auch nicht lange. Das war ja auch bloß eine Woche oder so oder zwei. Das könnte man ja hier auch machen. Ich finde auch so, Bryan könnte eigentlich mal das Rumble-Match gewinnen. Wäre eine Alternative. Und da darf, weiß ich nicht, da muss das hier beendet sein. Also von mir aus, ja, tritt mal so eine Nacht bei. Bei Raw kann man denn drüber reden, ob man das so lässt oder nicht. Aber würde ich nicht gut finden, wenn das länger dauert als nur eine Nacht. Vielleicht kriegt Bryan Hilfe. Und das Shield. Okay, das macht keinen Sinn.
Aber ja, ich will halt irgendwie jetzt so die Fehde von, obwohl eigentlich ist es auch zu früh. Ich will das ja bei WrestleMania haben, die Fehde zwischen den Wyatts und The Shield. Das wäre also auch schon zu früh, obwohl man ja jetzt öfter davon anfängt, so Fäden schon extrem früh zu planen. Bray Wyatt ist hier zu dumm rauszugehen. Ah, jetzt macht das. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also, dass die Wyatt Family hier gewinnt. Ja. Also, nee. Weniger als das Shield. Er gewinnt das Shield als die. Einer von beiden wird aber, also entweder Punk oder Daniel Bryan wird hier siegreich hervorgehen. Vielleicht auch so ein bisschen, um die Fronten zu klären zwischen den beiden. So von wegen, ja, ich hab's hinkriegt, mein Handicap-Match zu schaffen und du nicht. Ja, möglich ist es. Denn man muss sich ja jetzt auch zusammenreißen, wie man die Fäden aufbaut. Gerade wenn man dann im Main Event beide Titel aufs Spiel setzt, dann gibt es nur noch einen großen Champion. Und ja, da muss man halt schon gucken, wen man da jetzt wirklich ins Titelrennen schickt. Obwohl es natürlich auch so viele Contender geben würde, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung in den Pay-Per-Views haben. Dass es vielleicht ausstirbt, dass wir hier sechs Pay-Per-Views und das war's, sechs Pay-Per-Views hintereinander die dasselbe Match sehen. Also in der Simulation gewinnt die Wyatt Family. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr denkt, dass Daniel Bryan hier das Ding gewinnen wird. Und ob ihr glaubt, dass er zur Wyatt Family geht, schreibt es mir in die Kommentare, abonnieren nicht vergessen. Und ja, ein Match haben wir noch vor uns, also bis gleich.